Kelvin ist nicht schnell genug. Und jetzt wurde er wieder von irgendwelchen Einwohnern verjagt. Ätzend. Das muss man wieder alles selber machen. Wir gucken einfach mal, wann er wiederkommt. Unser guter Kelvin. Unser guter Kelvin, Kelvin. Das ist jetzt kein Gewinn, kein Gewinn. Ups. Du bist müde. Ja, das kann gut sein. So Leute, in den Turm geht ordentlich Holz rein. Geh da weg, geh da weg, geh da weg. Sie ist der Terminator. Jetzt wird mir so einiges klar. Die hat mal eben den ganzen Baum einfach über ihren Kopf abrollen lassen. Krasser Shit. Oh, ich glaube, Kelvin kommt wieder. Ich sehe ihn unten. Ihr seht es ja leider nicht, weil meine hässliche Fresse davor ist. Oder nee, er rennt, er rennt, er rennt. Er wird, glaube ich, immer noch gejagt. Irgendwo da. Bärbel, willst du ihm nicht mal helfen? Ich meine, der Junge tut mir echt leid. Weil wir brauchen den. Ich mache heute nur einen 2-Stunden-Stream und ich wollte ein bisschen was schaffen. Geht doch. Okay. Der war ganz schön nah dran. Da habe ich jetzt erstmal so nicht mit gerechnet. Ich dachte mir so, ach, die jagen ja Kelvin. Drauf geschissen. Oh, 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 ja, ich hab's gehört. Ich hab's gehört. Ah, fuck. Den brauche ich jetzt ja wie ein Loch im Kopf, ne? So, jetzt ist er erstmal abgehauen. Gucken, wie lange es braucht, bis er merkt, dass ich wieder da bin. Ich glaube, er hat sich wieder Kelvin. Laut der Map ist er Richtung Kelvin gegangen. Na, zwei noch. Dann gehe ich auch wieder hoch. Bzium. Ah, ich hätte noch zwei nehmen können. Aber das ist von unten schwer zu sehen. So, genau da muss wieder eine Schräge hin.
Das stimmt gar nicht, ne? Dass die hier hin muss. Die muss jetzt hier hin. Ich Hirsch. Und das so ziemlich erstmal, damit ich das nicht verkack. Erstmal jetzt. So. Jetzt kann ich den anderen Kram machen. Okay, Bärbel kümmert sich wahrscheinlich gerade um Cat Dog. Ich höre sie ballern. Falls euch schlecht wird, sagt ihr Bescheid, ne? Dann machen wir eine Pause. Ach, jetzt ist er auf der anderen Seite, weil er dachte, ich bin da wahrscheinlich. Aber ist auch gut. Ich habe gerade gesehen, dadurch arbeitet Kevin weiter. Ach ja. The Forest fehlt auf jeden Fall Hintergrundmusik. Ja, Upgrade mit den Tierköpfen an der Wände ist drin. Wir haben auch schon eins hängen. Und hat Bärbel ihn jetzt erlegt oder ist er einfach nur abgehauen? Er ist nicht mehr da, ich höre sie auch nicht ballern. Ich hätte gern die Haut sonst. Bärbel, was ist los? Hat er sich verzogen? Anscheinend schon. Oh, wir müssen schnell machen. Sonst ist Kevin hier gleich voll. Und macht wieder nicht weiter. Ey, das sieht aus, dass, weil das jetzt nur ein Gerüst ist bis jetzt, ne? So, weil ist nur nichts zu, gar nichts. Nee, der hängt nicht über den Kamin, weil es war nur ein kleiner Hasi. Und ich wusste erstmal nicht, wohin damit. Da bin ich über die Tür gehangen. Aber wir können ihn natürlich jederzeit umhängen. Das ist ja das Schöne an dem Teil hier. Wir haben ja diese Option mit Abreißen. Aber der ist so klein. Deswegen muss er über der Tür sowieso weg, haben wir gesagt. Über die Tür kommt dann eher so ein schöner Bambi-Kopf. Oder auch ein Hirsch, wenn wir mal einen haben. Gibt's ja hier auch. Kevins Kopf über den Kamin. Wenn wir fertig sind mit Bauen, dann können wir Kevin seinen Kopf über den Kamin knallen.
Noch brauchen wir ihn ja doch ein bisschen wegen des Bounds. Oh. Zu viele. Ich weiß auch noch nicht, wohin, ne? Mit den ganzen Dingern, die ich hier auch wieder wegreiß. Das ist so... Ups. Und dann auch noch falsch rum. Da geht ja auch nicht anders. Ich weiß gar nicht, wie das werden soll dann nächste Woche noch. Wenn wir jetzt hier auch wieder wahrscheinlich Dead by Daylight und so streamen. Diese Hitze hier ist kaum noch ertragbar hier oben im Raum. Mann, Mann, Mann. Nächste Woche soll es abkühlen. Wo, in Alaska oder was? Da glaube ich noch nicht so wirklich dran. Ha! Nein, laut meiner App. Entschuldigung. Wenn es die App sagt, habe ich natürlich nichts gesagt. Nee, aber Marie könnte recht haben. Ich habe das auch schon gesehen. Und es soll ja auch ein paar Tage wieder regnen. Das Blöde ist gleich morgen. Morgen sind wir bei einem Kollegen im Schrebergarten, der feiert seinen 40. Und weil das da die ganze Zeit regnet, ist das auch ätzend, weil in so einem Schrebergarten ist jetzt auch nicht immens viel Platz. Damit alle in dieses kleine Häuschen können, ne? Also ihr wisst ja, so ein Schrebergarten, die Häuschen... Die sind ja eher, ja, dafür da, dass du, wenn du mal zu zweit oder zu viert bist, dich schon mal ins Trockene stellen kannst, aber dann hört es ja auch schon auf. Ja, das hoffe ich auch, Marie. Das wäre blöd, wenn es nicht trocken bleibt. Das wäre echt blöd. So, so und so. Dann wären wir fertig. Dann müssen wir jetzt noch Wände bauen hier wieder. Die drei hier hinten auf jeden Fall schon mal. Damit wir da... Hat der gerade gefurzt, der Vogel? Habt ihr es gesehen? So ein brauner Schleier dahinter. Oh. Er hat die Schallmauer durchbrochen. Hm?
wir sind da. So. Schnell nochmal zu Kevin, ja, unbedingt. Der hat schon wieder fast alle voll hier. Aber es wird auch gleich dunkel. So, ein Pott ist voll. Jetzt ist, glaube ich, der zweite voll. So, was steht hier? Wo sind eigentlich die ganzen Kerle? Andy hat nur noch einen Hühnerstall um sich. Ach, das war mein eigener Charakter. Ich dachte, was schnauft mir so? Ja, ich weiß auch nicht. Ich glaube, Schmerzer zieht jetzt endlich mal das durch, was er mir seit Jahren schon predigt. Der wollte ja selber irgendwie Content machen. Und da hat er ja schon auf Instagram ein bisschen mit angefangen. Und jetzt ist ja... wie heißt der andere? Springer. Der macht ja auch seinen eigenen Content. Bis jetzt kam aber noch nicht viel auf YouTube. 2 Videos, glaube ich. Aber will nebenbei nicht nur seinen eigenen Content machen, sondern auch noch Instagram-Videos für Schmerzer schneiden. Das sind so die Infos, die ich habe. Zusätzlich weiß ich nicht, Schmerzer guckt ja in letzter Zeit auch etwas weniger zu bei mir. Hat ja auch schon mal gesagt, ist nicht mehr so sein Content irgendwie, langweilt sich ein bisschen, was man ihm nicht verdenken kann. Ich bin nur noch am Bauen. Aber auch so, glaube ich, hat der viel um die Ohren. Und Abati hat auch viel um die Ohren. Ich glaube, Abati würde gerne, schafft es aber im Moment nicht. Ist schon schade. Aber ich habe kein Problem mit dem Hühnerstall, Mädels. Da bin ich völlig gechillt. Oh, ich muss, glaube ich, gleich erstmal essen und trinken. Ganz vergessen. Springer macht auch YouTube. Meinst du jetzt mich, Sophie? Dass ich das mit der Arbeit noch kenne, meinst du? Ja, ne? Du meinst mich jetzt gerade, ne? So von wegen, dass man manchmal da viel zu tun hat. Ja, auf jeden Fall. Das ist... Und ihr wisst ja auch, ich habe immer gesagt, ich freue mich über jeden, der einschaltet von euch und sich irgendwie Zeit dafür nimmt. Ach, das mit dem Hühnerstall. Jetzt habe ich es verstanden. Ja, natürlich kenne ich das. Und auch jetzt im neuen Job ist auch ein Hühnerstall. Der Chef hat sogar gesagt, er ist froh, dass jetzt endlich mal hier ein Hahn im Korb ist. Meine Güte. Ihr seid auch sowas Ähnliches wie Menschen. Damit komme ich schon klar. Nein, Spaß.
Ja. Nee, wie gesagt, das ist schon. Ist zwar schade, dass die anderen nicht mehr so einschalten, aber ist dann so. Ne? Wir haben ja hier trotzdem immer eine bunte Truppe. Jetzt schicke ich Dings hoch, ne? Obwohl da glaube ich noch genug ist, oder? Ich wollte eigentlich nur trinken. Und ich weiß gar nicht, habe ich den Fisch aufgehangen oder muss ich den gleich mal wieder wegschmeißen? Trinke Milch. Und dann geht es deinem Magen wieder besser. Jetzt müssen wir eben gucken. Oh, die sind noch gut. Die kann ich noch aufhängen. Was hat er? Naja, ich mit dem neuen Update heißt es, um sauberes Wasser zu trinken, musst du es abkochen. Das Problem ist, das mit dem Abkochen funktioniert nicht. Das ist das, was hier gerade passiert. Aber du hast doch den Stream gestern nachgeholt, da musst du das doch gesehen haben, Cherry Fairy. Wir haben doch da versucht, Wasser abzukochen.